Ja, Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video zusammen mit der kleinen Fluffy. Ja, sie ist auch am Start. Und da gibt es wieder eine neue Entweder-Oder-Challenge. Welcher Typ bist du in Becky oder Fluffy Edition? Ja, Mann, es ist endlich soweit. Ich hab's euch ja schon lange versprochen. Danke übrigens für all eure Edits, die ihr dazu immer gemacht habt und so weiter. Bin ich selber oder bin ich Fluffy? Ich will gern Fluffy sein. Ich will wirklich gern, dass Fluffy mal rauskommt. Macht unbedingt mit, du, der das gerade sieht, mit mir zusammen. Nehmt euch einen Stift und einen Zettel oder einfach nur euer Handy und schreibt mir am Ende in die Kommentare, was bei euch rausgekommen ist. Was hättet ihr euch gerne gewünscht und was kam bei raus? Und ich würde sagen, wir starten direkt damit. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf mehr Entweder-Oder-Challenges oder Challenges, die wir zusammen machen können als Team Becky. Und ich würde sagen, let's go. Kommen wir schon zum ersten und es geht um das Thema Haare. Becky oder Fluffy? Ich mag beide Frisuren, ehrlich jetzt. Ich mag das auch mit der weißen Schleife, aber ich glaube, ich würde wohl eher das auf meiner Seite tragen, weil das trage ich quasi jetzt ja auch ohne die Schleifen, also zwei Zöpfe so, wenig Wellen und ja, ich glaube, ich würde das nicht so zusammenbinden, das steht mir nicht so. Also ich nehme meine Seite. Oh mein Gott, das sieht beides super lecker aus. Wie gern würde ich beides gerne essen? Aber beides gilt nicht, Leute. Ihr müsst euch für eins entscheiden. Becky oder Fluffy? Becky oder Fluffy? Fluffy? Ich mag auch dieses gerollte Eis. Und das rechte ist, glaube ich, auch Eis, ne? Nur in so einer Waffel. Aber das hatte ich noch nie. Deswegen... Und ich muss da auch die ganze Zeit drauf gucken, weil es so extrem bunt ist. Ich glaube, ich nehme diesmal Fluffy. Aber es war echt schwer. Ich mag beide sein, aber ich glaube, mehr Fluffy. Kommen wir auch schon zum nächsten, und zwar Getränke. Für was würdet ihr euch entscheiden? Starbucks-Getränke. Oh mein Gott, das ist so schwer. Aber ich glaube, wenn die das wirklich hier jetzt so anbieten würden, würde ich mich, glaube ich, für dieses Regenbogengetränk da entscheiden. Dieses Rot-Gelb-Grüne. Ist das erste, wo ich hingucke. Aber ich finde, das Blaue sieht auch schon übelst nice aus. Das ist so schwer. Was würdet ihr wählen, Leute? Wie kann man sich so schön schminken, Mann? Ich schaffe immer nur dasselbe zu schminken, irgendwie gefühlt. Aber so, ich traue mich da nicht ran, weil es echt schwer aussieht. Da ich jetzt mehr auf das Grüne gucken muss, nehme ich jetzt einfach das Grüne. Das sieht schon Hammer aus. Das sieht wirklich Hammer aus. Ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren, wenn ich mich so schminken könnte oder jemand mich so schminken könnte. Lipgloss oder... Ich glaube, nochmal Lipgloss, oder? Seit wann sieht Lipgloss so aus wie ein Bonbon? Oh mein Gott! Aber ich finde, beides sieht wieder so schön aus. Aber ich glaube, weil rechts mehr Sorten sind, also verschiedene Farben, und ich noch nie ein Bonbon-Lipgloss gesehen habe, nämlich Bonbon-Lipgloss. Fluffys Seite. Ja, ich nehme deine Seite. Fluffy hat, glaube ich, keine Ahnung, was hier abgeht. So himmelig. Oh, wow. Also beide Häuser sehen Hammer aus. Und für welches würde ich mich entscheiden? Wer mich schon länger kennt, der weiß es, glaube ich. Natürlich. Für das Haus mit Pool. Natürlich. Ich liebe Pool. Also ich nehme wieder meine Seite. Das wäre auch eher mein Geschmack, weil ich mag das lieber so alles weiß und dann mit Pool und am besten noch Palmen im Hintergrund. Oh mein Gott, das wäre voll meins. Okay, das ist so schwer. Mal ganz im Ernst, ich liebe auch Air Force. Aber ich glaube, ich würde meine Seite nehmen, weil die sehen schon nice aus. Ich hätte die schon gerne. Ich liebe Sneaker und die mag ich. Okay, wo ist da der Unterschied? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Deko auf dem Bett, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich nehme da wieder Fluffys Seite, weil irgendwie mag ich gerne diese fette, pinke, gestrickte Decke. Ich weiß auch nicht. Ich mag die und diese Rosen da drauf und so. Rechts mag ich ein bisschen mehr. Oh, schon wieder Haare. Diesmal mag ich auf jeden Fall Fluffys Seite mehr. Weil längere Haare plus noch diese fette Schleife da drin, das ist voll meins. Ich glaube, ich krieg wirklich dich. Ich hoffe es. Outfit, welches würdet ihr wählen, wenn ihr nur die Auswahl zwischen diesen beiden hättet? Also ich glaube, ich würde Fluffys Seite nehmen, weil rosa und so. Das ist eher was, was ich tragen würde, auch mit dem Cardigan und so. Ich liebe das Outfit, ehrlich jetzt, ich würde es genauso tragen. Also definitiv Fluffy. Okay, kommen wir zum nächsten Zimmer. Welches würdet ihr wählen? Also ich glaube, ich mag lieber ein chilliges Bett als ein chilliges Sofa. Deswegen nehme ich meine Seite. Ich finde, das sieht voll gemütlich aus, würde mich da gerne reinschmeißen. Seid ihr mehr so der Couch-Typ oder der Bett-Typ? Ich bin echt gespannt, das geht bestimmt total auseinander, die Meinung. Das sind schöne Nägel. Oh, ich liebe beides. Aber ich glaube, ich liebe die auf Fluffys Seite ein bisschen mehr. Alles, was so ein bisschen süß ist, mit so Herzen und so pastelligen Farben, ist so voll meins. Boah, solche Nägel hätte ich jetzt gerne, ne? Wow. Schmetterlingsflügel oder Engelsflügel? Natürlich nehme ich Engelsflügel. Ich nehme auf jeden Fall Fluffys Seite. Die würde ich so gerne mal tragen. Also ich stelle mir die verdammt schwer vor.
Aber ich würde die super gern mal tragen, Mann. Wie schön sind die bitte? Da muss ich nicht lange nachdenken. Definitiv Fluffy. Wer wusste es? Wer hat sich das schon denken können? Hallo? Wie nice sieht bitte dieses Regenbogen-Make-up aus? Und dann geht das so schön in die Wange über und dann die ganzen Haarspange und alles. Oh, ich lieb's. Wenn ich sowas sehe, dann habe ich mega Bock, mich so zu schminken. Ich kann's einfach nicht. Ich kann's nicht. Fluffy, was wühlst du hier so rum? Ich glaube, manchmal ist Fluffy ein Maulwurf. Du Knutschkugel, was wühlst du da rum? Was suchst du? Fluffy oder Becky, diesmal andersrum. Achtung. Was würde ich wählen? Natürlich Fluffys Seite. Weil ich liebe Pommes, Chicken Nuggets, Burger und so. Ramen mag ich zwar auch und so Nudeln in so Soße und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr so der Burger-Typ. Okay, Becky oder Fluffy? Ich muss ehrlich sagen, ich entscheide mich lieber für die Fluffy-Tasche. Ich habe sogar so eine, die genauso aussieht. Also natürlich Fluffy, wenn ich das schon zu Hause habe. Spricht ja alles dafür, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich schöner finden soll. Das ist so schwer diesmal. Ist das links ein Kreuzfahrtschiff? Und das rechts, wohin führt die Tür? Ich hätte ein bisschen Angst davor, ne? Obwohl die auch echt sehr nice aussieht. Aber ich weiß nicht, wohin die Tür führt. Also entscheide ich mich lieber für das Kreuzfahrtschiff mit den Pools. Weil Pool und so. Ja, ich dachte erst, das rechts wäre ein Rutschen, aber ist, glaube ich, nur Deko. Ich glaube, das wäre keine gute Idee, da lang zu rutschen. Aber ich weiß nicht, wohin die Tür führt. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Okay, Leute, wofür würdet ihr euch entscheiden? Schwarz mit Rosa oder sehr pastellig? Ich glaube, also ich mag auch das Schwarz-Rosane, ne? Aber ich glaube, ich würde doch eher das Rechte tragen. Weil ich Schwarz nicht so sehr an mir mag. Aber ich liebe den Style. Die Kombination ist auch mega. Ich finde, das sieht verdammt gut aus. Aber ich glaube, ich würde dann doch lieber rechts tragen. Und als nächstes Kleider, Leute. Und oh mein Gott. Wer findet auch, dass das Linke total aussieht wie von Cinderella oder so? Und das Rechte? Ich würde so gerne mal so ein Kleid tragen. Deswegen nehme ich wieder Fluffy. Weil das ist das Erste, worauf ich gucken musste. Und ich liebe die Farbe und den Schnitt und alles. Ich würde mal so gerne so ein Kleid tragen. Wo gibt es das? Ich muss nicht lange überlegen. Natürlich Chicken Nuggets. Aber ich liebe auch Pommes. Also, ich hätte auch nichts gegen eine Pommes. Aber ich nehme diesmal Chicken Nuggets. Okay, wo wollt ihr lieber Netflix gucken? Einmal vorm Kamin und einmal... Wo ist das? Im Bett? Aber das ist eine Popcornmaschine. Und ich sehe da so viel Essen. Also bei der Popcornmaschine bin ich definitiv dabei. Da würde ich sogar freiwillig auf den Kamin verzichten, weil, wow, das sieht so lecker aus. Ich will das gerne essen und Netflix gucken. Natürlich nämlich Fluffy. Für welches Fidget-Toy würdet ihr euch entscheiden? Entweder für den Among Us Crewmate oder für das ganz normale Regenbogen-Poppet. Also die Farbe von dem Among Us Crewmate mag ich nicht allzu sehr. Also würde ich mich, glaube ich, für meins entscheiden. Ich mag lieber regenbogenfarbene Poppets. Also nehme ich lieber das. Oh mein Gott, so schöne Kleider wieder. Das ist wieder so schwer. Aber ich glaube, ich nehme diesmal meine Seite. Weil ich glaube, so ein goldenes Kleid würde mir eher weniger stehen. Ich glaube, das steht mir nicht. Nee, ich mag auch lieber den Schnitt so von dem blauen Kleid. Also nehme ich das Blau. Oh, wow, schon wieder Lipgloss. Und die sehen so gut aus. Ich mag beide Seiten. Oh, verdammt, das ist so schwer. Also links sind wieder nur dieselben Sorten, aber dafür sehen die Flaschen so cool aus. Also ich meine, das ist so ein Regenschirm und ein Eis. Aber rechts, das sind so verschiedene Sorten mit Blumen drin. Ich glaube, ich nehme lieber Fluffys Seite. Weil ich das gerne mal ausprobieren wollen würde. Ich mag das, wenn das so verschiedene Sorten sind. Okay, Leute, welche Seite findet ihr besser? Diesmal wieder umgekehrt, Fluffy oder Becky. Also ich glaube, ich würde lieber Fluffys nehmen. Irgendwie mag ich die mit diesem Neongrün. Die sehen echt cool aus. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich lieber meine Seite mag, weil ich mag lila Haare. Und ich mag die Frisur ein bisschen lieber als die rechte. Ja, irgendwie mag ich links mehr. Also nämlich meine. Ich liebe Baden! Aber beides sieht so schön aus. Oh mein Gott, neue Inspiration. Schaut euch mal das an, wie schön das aussieht. Ich liebe beide Seiten, ehrlich jetzt. Aber ich glaube, ich mag das lieber mehr auf der linken Seite, also auf meiner Seite. Wow. Okay, für welches Licht würdet ihr euch entscheiden? Entweder für ganz viele süße Lichter oder für den Regenbogen. Also ich glaube, ich nehme da wieder meine Seite. Weil ich hätte schon gern diese ganzen Figuren, die da leuchten können, weil die sehen so cute aus. Wow, schaut euch mal das Make-up an. Also diese Make-ups. Aber ich glaube, dann nehme ich wieder meine Seite, weil... Boah, ich hätte schon gerne so eine Wolke auf meinem Auge. Klingt das komisch? Irgendwie schon.
Oh, soll ich das mal nachschminken? Aber ich glaube, das wird eine Katastrophe. Das kriege ich niemals hin. Und für welche Seite würdt ihr euch entscheiden? Welche Lidschattenfarben? Ich glaube, ich nehme da wieder Fluffys Seite. Also da sind ein paar neutrale Farben dabei, aber auch rosa und das benutze ich gerne. Also Fluffy. Jetzt kommt der Momente. Schreibt es in die Kommentare. Was ist bei euch rausgekommen? Fluffy oder ich? Also bei mir ist Fluffy rausgekommen. Ja, du bist mir rausgekommen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye.